Eine Frage, die viele auch in meiner Gruppe Jessicas Kleinettenoase in Facebook, falls du da Interesse hast, interessiert, ist das Thema, wie man einen schönen Ton produzieren kann. Und da dachte ich mir, ich mache heute mal ein Video zu dem Thema, worauf es eigentlich ankommt, wenn du einen schönen Ton haben möchtest. Also als allererstes, der Ton wird durch die Luft produziert, ja? Nicht durch den Ansatz. Also das heißt, du musst jetzt nicht besonders viel mehr machen. Ein bisschen hat der Ansatz auch einen Einfluss auf den Klang, aber an erster Stelle steht die Luft. Und zur Luft bedeutet, dass du genau verstehst, wie funktioniert die Atemtechnik, wie muss ich einatmen. Ja, auch das Einatmen hat einen Einfluss auf den Klang deiner Klarinette. Ja, auf ob du einen schönen Ton oder nicht so einen schönen Ton hast. Dann, wenn du geklärt hast, okay, ich weiß jetzt, wie man einatmet, dann ist die Frage, wie gebe ich jetzt die Luft raus? Und viele kennen hier den Begriff Stütze, du musst einfach nur mehr stützen, das wird ganz oft gesagt. Ich nutze für mich hier den Begriff der Luftparameter. Ich habe für mich das so auseinandergedröselt. Es gibt verschiedene Luftparameter, die ich beeinflussen kann. Und das ist zum einen die Luftspannung, die wir oft auch als Stütze interpretieren. Aber ich finde, Stütze ist nicht nur, dass ich der Luft eine Spannung gebe, sondern auch, dass ich weiß, wie ich sie dosieren kann und dass ich halt eben nicht in mich direkt zusammenfalle, wenn ich spiele, sondern so eine Luftsäule entsteht und ich diese halte und dass ich quasi dranbleibe. Also es ist so ein bisschen mehr als nur die Luftspannung. Und das heißt, für mich ist Luftspannung, wenn ich jetzt puste, dann hat die Luft keine Spannung. Und dann kann ich aber auch ein bisschen anders pusten und dann kriegt meine Luft direkt so eine Form und ich habe das Gefühl, ich kann die Luft greifen. Und das ist so ein bisschen Luftspannung. Das ist vielleicht schon mal so ein erster Ansatz, der dir vielleicht auch schon ein bisschen hilft, dass du damit experimentierst. Vom Gefühl her ist es ein Dranbleiben am Ton, der Kontakt zum Ton und auch Kontakt zu den Zwischenräumen, also zwischen den Tönen. Also viele neigen dazu, nur Kontakt zu den Tönen zu haben und zwischen den Tönen quasi ein bisschen loszulassen und dadurch dann eigentlich nicht wirklich die Töne im schönen Legato zu verbinden. Das wäre zum Beispiel der Parameter der Luftspannung. Ist sehr, sehr wichtig für einen schönen Ton und schönen Klang. Dann kommt aber auch noch die Geschwindigkeit dazu. Wenn ich nicht die richtige Geschwindigkeit treffe für die entsprechenden Töne, dann wirkt sich das neben der Intonation und der Ansprache auch auf den Klang ab. Einwirken? Ja. Auswirken. Genau, also es wirkt sich aus auf den Klang, wenn ich nicht die richtige Luftgeschwindigkeit wähle. Das heißt, das ist auch etwas, wo du forschen kannst. Wie kannst du schnellere Luft geben? Wie kannst du langsamere Luft geben? Welche Auswirkungen hat das auf meinen Klang, wenn ich langsamer oder schnelle Luft gebe? Auf die Ansprache und, und. Und ja, damit könntest du auch experimentieren. Dann ein weiterer Faktor ist die Luftform. Die können wir einmal durch unsere Luftgebung beeinflussen und auch ein bisschen durch den Ansatz und auch durch die Zunge. Und hat somit, ist quasi eine Mischung aus Spannung, Geschwindigkeit eigentlich und was ich so mache. So, und das ist jetzt erstmal der Aspekt der Luftparameter, die ich dann für mich quasi erforschen muss, die Wirkung erforschen muss und dann verstehen muss, was hat jetzt welche Auswirkungen. Es gibt natürlich auch noch die Luftmenge, die ist jetzt auch wichtig für den Klang. Also wenn ich ganz zu wenig Luft gebe, grundsätzlich immer, dann ist das natürlich auch nicht so schön für den Klang. Wir müssen natürlich das Instrument auch ausfüllen. Aber die Luftmenge hat eher einen Einfluss auf die Dynamik, also die Lautstärke. Viel Luft ist lauter, weniger Luft ist leiser. Und genau. Dann ein zweiter Aspekt, der für den Klang so wichtig ist, ist die Luftführung. Also, dass ich der Luft eine Richtung gebe, dass ich die Töne richtig schön miteinander verbinde, dass ich abphrasiere, aber trotzdem dranbleibe, dass ich vielleicht ein bisschen was gestalte und, und. Also,
Also, dass ich die Luft halt führe und nicht nur einfach gebe und ganz glatt, sondern dass ich mit ihr was mache, ja, ihr eine Richtung geben und sie intensiver, weniger intensiv und so weiter. Und allein schon das, wenn ich mit Richtung spiele, das erlebe ich immer wieder bei meinen Teilnehmern, ist es so, dass sie einfach schon direkt einen schöneren Klang bekommen. Übrigens, wenn du jetzt erstmal was Kleines ausprobieren möchtest oder so. Ich habe auch eine Challenge zum Thema Luftführung. Also wenn du jetzt einfach nur an deinem Klang arbeiten möchtest, dann könnte das vielleicht etwas dafür sein. Ich verlinke das einfach mal in der Infobox, dann kannst du dich mal informieren, was es mit dieser Challenge auf sich hat. Und ja, also das wäre das Thema Luftführung. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, der Ansatz. Die Luft ist das Wichtigste, aber auch der Ansatz hat einen Einfluss. Nämlich der Ansatz, der kann wahnsinnig stören beim Klang. Nämlich, wenn wir so zudrücken, dann nehmen wir ganz viele Obertöne weg, das Blatt kann nicht frei schwingen und dann klingt auch der Klang nicht so schön, es klingt nicht so frei. Dadurch kann es auch entstehen, dass es in der Höhe total schrill klingt. Ja, und das wird oft gemacht, weil dass die Luft nicht richtig da ist und man möchte ja einen klaren Ton haben und der klare Ton wird dann zum Beispiel mit dem Kiefer produziert. Also denn was beim Ansatz am wichtigsten ist, er soll den Klang nicht stören. Aber ich möchte trotzdem ein bisschen Form haben in meinem Ansatz, dass ich die Luft quasi wirklich ja so in das Mundstück bringe, dass sie auch einen schönen Klang produziert und nicht so in alle Richtungen quasi. Weil es gibt dann einen Unterschied, wenn du jetzt zum Beispiel dir eine Hand nimmst, du kannst breit die Luft reinheben, du kannst aber auch mit den Lippen die Luft quasi ein bisschen formen und dann einen dünneren Strahl erzeugen. Und das hat natürlich einen positiven Einfluss auf den Klang, weil der Klang einfach viel geformter ist. Genau. Und das waren jetzt erstmal so ein paar ja, Parameter, die so wichtig sind für einen schönen Ton, für einen schönen Klang. Und wenn du jetzt genauer auf diese ganzen Themen eingehen möchtest, wenn du wissen möchtest, wie du diese Parameter beeinflusst, wie du sie wirklich verinnerlichen kannst, wie du sie bewusst für dich einsetzen kannst, um dann deinen Lieblingsklang zu erzeugen, dann mach auf jeden Fall eine Probestunde mit mir aus und wir können schauen, ob ich dir helfen kann, wie ich dir helfen kann. Und ich kann dir dann schon ein paar Tipps geben. Und wir können dann auch gemeinsam gucken, ob nicht vielleicht mein Kurs etwas für dich ist, wo du dann ganz in die Tiefe lernst, was die Prinzipien des Klarinettenspiels sind. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß beim Üben und beim Ausprobieren.